Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ryan Badlener und ich freue mich sehr, dir heute vorstellen zu dürfen, Astrologie für Anfänger, Planeten, zweiter Teil. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen haben solltest, habe ich extra hier oben für dich das Video verlinkt. Erster Teil, Astrologie für Anfänger, Planeten. Let's go! Alright, dieses Video hier handelt von den sogenannten äußeren Planeten. Beim ersten Video bin ich auf deine persönlichen Planeten eingegangen. In diesem Video werde ich deine äußeren gesellschaftlichen und geistigen Generationsplaneten erklären und erläutern. Lass mich damit beginnen, indem ich anfange zu erklären, dass wir einmal die inneren und einmal die äußerlichen Planeten haben. Die äußerlichen Planeten sind nochmal aufgeteilt unter zwei Rubriken. Einmal die Generationsplaneten und einmal die gesellschaftlichen Planeten. Die gesellschaftlichen Planeten, das sind Jupiter und Saturn und die kompletten Generations-, aber auch geistigen Planeten genannt, sind Uranus, Neptun und Pluto. Aufgrund meiner 10 Jahre langen astrologischen Erfahrung biete ich sowohl 1:1 als auch parastrologische Beratung an. Falls dich diese interessieren sollten, kannst du gerne hier runter in die Videobeschreibung gehen, mich dort kontaktieren und wir beide vereinbaren einen gemeinsamen Beratungstermin. Neuerdings biete ich ein kostenloses, 15-minütiges, unverbindliches Kennenlern-Erstberatungsgespräch an und habe eigens hierfür ein Video verfasst. Das Video hierzu habe ich hier oben für dich verlinkt und dort extra ausführlich erklärt und beschrieben, was es genau mit meiner Person auf sich hat, warum ich das hier tue, was ich hier tue, warum ich ganz besonders gut bin in dem, was ich hier tue und vor allen Dingen in der beratenden Astrologie und worin hier der ganz große Mehrwert für dich liegt. Wenn dich das interessieren sollte, kannst du dich gerne bei mir melden und wir vereinbaren was, weil eine astrologische Beratung erfordert wirklich ein gutes Gefühl und vor allen Dingen auch ein gewisses Vertrauen, okay? Mich würde sehr interessieren, was du bis jetzt mit den sogenannten äußeren Planeten für Erfahrungen gesammelt hast. Weißt du vielleicht schon, wo sich deine äußeren Planeten befinden? Oder was hältst du grundsätzlich von der Thematik der sowohl inneren als auch der äußeren Planeten? Bitte teile dein Wissen und deine Erfahrung mit uns und lass mir gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video geladen habe. Alright, die äußeren Planeten. Bevor ich jetzt nochmal auf die äußeren Planeten eingehe, lass uns ein kurzes Warm-up starten und nochmal ganz kurz definieren, was es mit den Planeten auf sich hat, okay? Die Planeten definieren dein Was, die Themen in deinem Leben. Wir alle haben die gleichen Themen in unserem Leben, aber diese Themen manifestieren sich bei allen von uns individuell unterschiedlich in unterschiedlichen Bereichen des Lebens mit einer bestimmten Art und Weise, okay? Bedeutet, die Planeten, kannst du dir etwas vorstellen, stehen für das Was, was für ein Thema, ja? Und das Tierkreiszeichen, in welchem sich der Planet befindet, steht für das Wie manifestiert sich dieses Thema? Und das Haus steht für das Wo. Wo manifestiert sich das Thema? Also nochmal zusammengefasst, der Planet, was für ein Thema? Das Tierkreiszeichen, in welchem sich der Planet befindet, wie manifestiert sich dieses Thema? Und das Haus, wo manifestiert sich das Thema? Damit du herausbekommst, wo sich denn in deinem Horoskop genau deine Planeten befinden, ist es wichtig, dass du eine Seite findest, wo du deine persönlichen astrologischen Geburtsdaten eingibst. Meiner Meinung nach hat sich am meisten bewährt und auch am einfachsten gehalten die Seite Astroschmidt. Die Seite extra für dich hier unten verlinkt und dort ploppt so gleich eine Maske auf. Du musst lediglich deine Geburtsdaten eingeben und dann wird was für dich herausgeschmissen, was dann in etwa so aussieht, okay? Das ist für dich erstmal fachchinesisch, aber dass du schon mal gesehen hast, das sogenannte Zodiac, das Tierkreiszeichenrad und die Tabelle daneben ist die Tabelle dazu, okay? Ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass das quasi das Hauptwerkzeug eines Astrologen oder einer Person ist, die herausfinden möchte, wer sie selbst ist. Ganz, ganz wichtig. Alright, bevor wir jetzt durchstarten, möchte ich dich noch kurz auf einen Fehler von mir hinweisen, der mir leider im ersten Teil unterlaufen ist. An dieser Stelle vielen Dank an einen Kommentar, welches mich auf diesen Fehler aufmerksam gemacht hat. Ich habe aus Versehen falsche Daten in den Raum geworfen bezüglich des Planeten der Venus. Ich habe anstatt 7,5 Monate
2,5 Jahre gesagt, ja. Und zwar geht es darum, um die Umlaufbahn der Venus, wie lange es dauert, bis die Venus einmal um den gesamten Tierkreiszeichen Zodiac, welches du gerade hier von mir hast eingeblendet bekommen, braucht. Das war ein Fehler, nicht 2,5 Jahre, sondern die Venus benötigt 7,5 Monate, um einmal den gesamten Tierkreiszeichen Zodiac zu durchlaufen. Aus geozentrischer Sicht natürlich. Alright, was hat es nun mit den sogenannten äußeren Planeten auf sich? Die äußeren Planeten sind ebenfalls genauso wichtig wie die inneren Planeten. Nur beleuchten sie hier eben andere Themen. Die äußeren Planeten sind unterteilt einmal in die gesellschaftlichen Planeten, dass da wäre Jupiter und Saturn, und einmal in die Generations- oder auch Geistesplaneten genannt, unterteilt in Uranus, Neptun und Pluto. Alright, starten wir mit den gesellschaftlichen Planeten Jupiter und Saturn. Jupiter benötigt 12 Jahre, um einmal um den gesamten Tierkreiszeichen Zodiac zu durchlaufen, und Saturn benötigt 29 Jahre, okay? Wichtig ist hier zu erwähnen, dass aufgrund dessen, weil beide Planeten sowohl als auch sehr lange benötigen, um einmal ein Tierkreiszeichen zu durchlaufen, und das impliziert, dass meistens Menschen, die in einem gleichen Jahrgang geboren worden sind, die gleiche Tierkreiszeichenposition des Jupiters und Saturn haben. Diese beiden Planeten heißen gesellschaftliche Planeten, weil sie über die individuellen Themen hinausgehen, okay? Beim Jupiter zum Beispiel ist es so, dass die Themen beim Jupiter nämlich sind die Werte, Moral und Ethik, die wir benötigen, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Und deswegen zieht der Planet des Jupiters auch so langsam durch das Tierkreis-Zodiac. Der Saturn ist ebenfalls ein gesellschaftlicher Planet und steht für Ordnung, Struktur, Grenzen, Regeln. Und genau diese benötigen wir eben auch, beziehungsweise diese benötigt eine Gesellschaft, damit die Gesellschaft auch sich an irgendetwas halten kann. Also der Saturn bietet hier einen sehr, sehr wichtigen Halt. Okay, gehen wir jetzt mal intensiver auf den Planeten des Jupiters ein. Der Jupiter ist der Herrscherplanet von sowohl des Tierkreiszeichens des Schützen als auch eben des Tierkreiszeichens der Fische und regiert sowohl das 9. Haus als auch eben das 12. Haus. Der Jupiter ist von allen Planeten der größte Planet, und das hat auch eine Bedeutung. Weil er der größte Planet von allen ist, steht er eben auch für Fülle, für Glück, für Erfolg, für großes Glück, okay? Der Jupiter steht für Ausdehnung, für weite Reisen, für Philosophien, für dein Glauben, für Religiosität. Der Jupiter beleuchtet das Thema deines Glaubenssystems, woran du glaubst, okay? Und der Jupiter hat auch mit Optimismus zu tun. Aber nicht nur Optimismus, alles, was der Jupiter in deinem Horoskop berührt, lässt er expandieren, lässt er ausdehnen, lässt er größer werden lassen oder potenziert alle Themen, die er berührt. Okay? Das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Das hat sehr viel mit den Aspekten zu tun, über das ich noch in einem zukünftigen Video referieren werde, was es genau bedeutet mit den Aspekten in der Astrologie. Aber grundsätzlich kannst du dir merken, dass der Jupiter der Philosoph unter dem Planeten ist, okay, der über den Glauben nachdenkt, der Idealist, derjenige, der aber auch missionieren möchte, ja, der andere damit anstecken will, okay, und der das Leben größer sieht, der positiv ist, der optimistisch ist, der versucht immer das Positive von allen zu sehen. Aber meiner Meinung nach ist nicht nur das der Fall. Der Jupiter kann auch etwas Schlimmes verstärken. Es kommt immer darauf an, wie dein Gesamthoroskop aufgestellt ist, okay? Wenn dein Gesamthoroskop so aufgestellt ist, dass du eher in Richtung Negativität tendierst oder dass du eher die dunklen Themen beleuchten möchtest oder du dich eher so nach unten ziehen lässt, kann der Planet Jupiter das sogar noch mal verstärken. Du siehst, ja, es ist nicht ganz so einfach. Es gibt ja eine Menge Grautöne.
Der Jupiter kann im Idealfall dich sehr optimistisch werden lassen, aber nicht abgehoben, sondern so optimistisch, dass du immer noch realistisch bleibst und nicht den Boden den Füßen verlierst, okay? Der Jupiter glaubt an das Große, an das Unmögliche, ja? Der Jupiter ist so der Motivationscoach von allen Planeten, ja? Der Motivationscoach, der Guru, der Philosoph, derjenige, der dich aufbaut, der für deine Glaubenssysteme verantwortlich ist und aber auch im negativen Kontext dafür führen kann, dass du hier zu missionarisch bist, zu dogmatisch, zu engstirnig, du mit dir da nicht so diskutieren lässt und einfach wirklich sehr, sehr zu ungesunde, fundamentalistische, destruktive Tendenzen hast und auch noch andere Leute mit dieser Destruktivität anstecken willst, mit deinen Glaubenssystemen anstecken willst. Ja? Das im negativen Kontext. Im positiven Kontext hast du sehr positive Glaubenssysteme, sehr erhellende, sehr erfrischende, sehr ansteckende, im positiven Sinne ansteckende Glaubenssysteme, die dafür sorgen, dass du sehr, sehr optimistisch und positiv durchs Leben schreitest, weil du eben so tolle Glaubenssysteme verinnerlicht hast. Okay, kommen wir nun zum Saturn. Der Saturn ist so ein bisschen das Gegenteil vom Jupiter. Der Saturn ist ein Planet mit einer sogenannten Eklipse, ja? Und diese Eklipse kannst du dir so merken, vielleicht eine gute Eselsbrücke, steht für Begrenzung, Einschränkung, Gesetze, Regeln und Strukturen. Lass mich aber erstmal anders anfangen. Der Saturn ist der Herrscherplanet von sowohl des Wassermanns als auch eben des Steinbocks und regiert sowohl, das 10. Haus als auch das 11. Haus. Der Saturn ist meiner Meinung nach der gefürchtetste Planet von allen. Woran das liegt, werde ich dir gleich erklären. Vielleicht hast du schon mal gehört von dem sogenannten Saturn Return, okay? Der Saturn benötigt 29 Jahre, um einmal die gesamten Tierkreiszeichen durch den Zodiac zu durchlaufen, okay? Und der Saturn Return ist genau an deinem 29. Geburtstag, ja, ist er wieder angekommen. Und das ist meistens eine sehr, sehr heftige Zeit für alle von uns, die einen Return erleben. Jeder von uns erlebt immer zum 29. Lebensjahr diesen Saturn-Return. Und das ist genau ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in deinem Leben, wo Dinge sich komplett verändern werden oder wo du für dich nochmal bestätigt bekommst, ey, das ist der richtige Weg, ich bin komplett on track und gebe jetzt noch mehr Vollgas. Saturn ist, wie gerade erwähnt, der Planet, vor dem man am meisten Angst hat und sich fürchtet. Das hat auch einen Grund. Lass mich erstmal erklären, wofür der Saturn steht und dann wirst du vielleicht selber ableiten können, warum man so eine große Angst vor dem Saturn hat, die meiner Meinung nach eigentlich, wenn du dir selbst gegenüber korrekt bist, unbegründet ist. Warum das so ist, erkläre ich dir jetzt. Der Saturn ist quasi der Richter der Planeten, okay? Der König, der Richter, der Boss, derjenige, der sagt eigentlich, ob man etwas darf oder nicht, derjenige, der mit dir abrechnet. Saturn steht für deine Steuern, für deine Schulden, für Zeit, für Karma. Saturn steht für Ordnung, Disziplin, Struktur. Saturn steht aber auch für Tod, Saturn steht für Krankheit, Saturn steht für das langsame Prinzip, Saturn steht für die Reife. Saturn ist der Archetyp des Königs, aber auch des Vaters, der Autorität. Und wenn der Saturn rückläufig, also wenn du einen Saturn erlebst, einen Saturn-Return erlebst, kannst du dir etwa vorstellen, der Saturn ist wie so ein ganz, ganz strenger Lehrmeister, der zwar sehr streng ist, aber sehr korrekt ist und dich einfach nur mit der Realität konfrontiert. Okay? Und bei deinem 29. Lebensjahr ist es dann so, kannst du dir einfach vorstellen, ist ein sehr, sehr strenger Lehrmeister an der Tür, der klopft und der mit dir abrechnen möchte. Mit abrechnen meine ich, dass er dir sagt, okay, pass auf, du hast Schulden gemacht, hast du deine Schulden beglichen, hast du alles so gemacht, wie du es gesagt hast, dass du es machen möchtest? Hast du deine Ziele verfolgt? Hast du überhaupt welche Ziele gemacht? Oder hast du einfach nur die Zeit nicht gewissenhaft und effizient gehandelt? Weil der Ressort steht eben auch für Energie- und Ressourcenmanagement. Wie du mit deinen Ressourcen umgehst, wie verantwortungsbewusst mit deinen Ressourcen umgehst und wie demütig du der Zeit gegenüber bist. Okay? Weil Saturn hier
mit der Zeit zu tun hat und auch mit Karma. Das heißt, Karma, wenn du etwas nicht tust, passiert was, aber auch wenn du etwas tust, passiert etwas. Also nochmal zurück, er kommt zu dir und möchte mit dir abrechnen. Wenn du aber deine Schulden, immer symbolisch zu verstehen bitte, ja, bezahlt hast, heißt, all das, was du gesagt hast, hast du getan und hast auch niemanden vergessen, wenn du jemanden Versprechungen abgegeben hast, diese aber nicht eingehalten hast, dann wird der Saturn mit dir nicht so cool werden. Wenn du zum Beispiel einen Partner hast und deinem Partner irgendwelche leeren Versprechungen gemacht hast und diese nicht eingehalten hast und aufgrund dessen ziemlich uncoole Krisen auf dich zugekommen sind oder dass du dich einfach nicht gewissenhaft deinem Beruf gewidmet hast, obwohl du das hättest tun müssen und lieber Party und Spaß gehabt hattest, kommt auch hier der Saturn und sagt, ey, pass auf, du wolltest hier ein Ziel verfolgen, hast das aber nicht gemacht. Und deswegen ist das, kann das sehr, sehr hart und zerschmetternd sein, weil der Saturn mit sich nicht diskutieren lässt. Ich gebe dir den Tipp, diskutiere auf keinen Fall mit dem Saturn. Der Saturn meint es immer, was heißt gut? Ja, ich meine, er meint es gut, aber er ist einfach nur realistisch und konfrontiert dich mit allen Fakten, Daten und Realitäten, die du nicht auf dem Schirm hast. Und dem Saturn ist das auch egal, ob du das auf dem Schirm hast oder nicht. Der Saturn klärt dich einfach auf bezüglich deines Lebens, okay? Klärt dich auf bezüglich der Regeln, der Strukturen, der Grenzen, die es einzuhalten gilt. Der Saturn klärt dich darüber auf, dass du hier im Leben nicht alles machen kannst, was du möchtest. Wir haben hier Regeln, Ordnung, Strukturen, Gesetze, an die man sich halten muss. Okay? Es gibt gewisse Naturgesetze, an die man sich halten muss. Und wenn du diese nicht einhältst, kriegst du auf jeden Fall eine Rechnung, die, wenn du sie nicht einhältst, meistens sehr, sehr groß ist. Und der Saturn ist quasi der Geldeintreiber. Aber mit Geld ist es eher symbolisch gemeint. Heißt, es kann sein, dass wenn du all dein Leben bis zu einem 29. Lebensjahr nicht ganz so gehandelt hast, wie du es gerne wolltest oder wie du es ausgesprochen hast, kann das eine Zeit der Depression sein, dass du dich selbst fertig machst, dass du einen überdurchschnittlich ausgeprägten Charme hast, weil du dich einfach darüber schämst, dass du bis dahin nicht das erreicht hast, was du dir vorgenommen hast und was du sogar ausgesprochen hast. Okay? Das unterwandert und untergräbt quasi deine Autorität. Wenn du aber all deine Sachen eingehalten hast und das, was du gesagt hast, auch getan hast und weniger geredet, aber viel mehr getan hast, dann ist der Saturn ein super Planet, der dir die Belohnung bringt und sagt, ey, das hast du dir verdient, du warst fleißig, du hast dein Ding durchgezogen und jetzt gibt es die Belohnung, okay? Der Saturn ist so in etwa ein sehr, sehr harter, aber fairer Lehrmeister, der dich darüber aufklärt, was du benötigst, um deine Ziele zu erreichen. In etwa so, du hast dir jetzt zum Beispiel als Ziel gesetzt, dass du ein super fitter, sportlicher Wettkämpfer wirst, okay? Und stell dir einen Trainer vor, den du jetzt benötigst, damit du dein Ziel erreichst. Der Trainer wird dir bestimmt nicht sagen, dass wenn du schon so leicht erschöpft bist, ey, weißt du was, willst du eine Cola, willst du ein bisschen Chips? Komm, setz dich ein bisschen hin, ich kümmere mich ein bisschen um dich. Der wird bestimmt nicht so mit dir reden, okay? Der wird dir in deinem Allerwertesten treten und sagen, ey, du hast gar keine Ahnung, was du alles kannst und was du nicht kannst, wenn du sagst, ich kann einfach nicht mehr, okay? Der Saturn wird dir einfach in deinen Hintern treten und sagen, ey, du hast dir dieses Ziel gesetzt, also ziehen wir das jetzt auch durch und da gehört jetzt auch Schmerz dazu und wir müssen jetzt auch diese Schmerzen überwinden, im positiven Sinne. Okay, kommen wir nun zu den sogenannten Generations- oder auch Geistesplaneten genannt, okay? Die da wären Uranus, Neptun und Pluto. Warum sage ich Geistesplaneten? Weil diese Planeten oder beziehungsweise Saturn war der letzte Planet, der sich mit der Materie beschäftigt hat und die drei letzten Planeten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, konzentriert sich sehr auf die geistige Welt, okay? Und Generationsplaneten, weil diese Planeten sich noch langsamer durch dein Tierkreiszeichen Zodiac bewegen als die gesellschaftlichen Planeten. Und diese drei Planeten prägen sehr, sehr stark nicht nur eine Gesellschaft, sondern ganze Generationen. Im Übrigen, sehr wichtig sei gesagt, dass sowohl bei den gesellschaftlichen als auch, wie jetzt ich gleich erklären werde, in den Generationsplaneten
nicht nur dein Tierkreiszeichen wichtig sind, sondern ich bin der Meinung, hier ganz besonders die Häuserposition, weil die Häuserposition, obwohl gesellschaftlich und Planeten sich langsam durch das Tierkreiszeichen Zodiac bewegen, die Häuserposition auf dich individueller zugeschnitten ist, weil jeder von uns hier eine andere Häuserposition hat. Das hat mit deinem Aszendenten zu tun, aber dazu werde ich demnächst auch noch ein Video veröffentlichen. Okay, beginnen wir mit dem Planeten des Uranus. Der Uranus benötigt 84 Jahre, um einmal um dein gesamtes Tierkreiszeichen Zodiac zu durchlaufen. Okay, 84 Jahre, das ist eine ganze Menge. Okay, heißt, er ist sehr, sehr langsam und deswegen auch nicht Gesellschaftsplanet, sondern Generationsplanet. Das heißt, er beeinflusst ganze Generationen von Menschen. Okay, der Uranus herrscht sowohl über den Wassermann als auch über das 11. Haus, beziehungsweise er regiert das 11. Haus. Okay, der Uranus ist in deinem Horoskop für Rebellion verantwortlich. Er beleuchtet die Themen der Rebellion, der Revolution, des Hinterfragens, des Alten, des Konventionellen. Ja? Der Uranus möchte das Alte aufbrechen, möchte schockieren, möchte dich dazu veranlassen, das Alte zu hinterfragen, mutig zu hinterfragen, okay? Und sich auch mutig gegen das Alte wehren, wenn du es für nicht für richtig erachtest, okay? Der Uranus steht für Geistesblitze, für Innovation, für Erfindungsgabe, für deinen Intellekt, für Ideenreichtum, für den verrückten Erfinder, okay? Für die Zukunft, dafür, was man in der Gesellschaft vielleicht erfinden kann, um in der Generation seinen Mehrwert zu leisten, okay? Der Uranus ist sehr menschenfreundlich und alles, was er tut, möchte er für eine ganze Generation tun von Menschen, okay? Er möchte seinen Beitrag leisten. Und der Uranus ist aber ein Planet, der, wenn es sein muss, auch einen Krieg anzettelt, damit hier eine sehr heftige, sehr schnelle Veränderung vonstatten geht. Uranus, obwohl er so langsam ist, ist für schnelle Umbrüche verantwortlich, okay? Für Geistesblitze, für Elektrizität, für alles Schnelle, okay? Für die Zukunft und für seiner Zeit voraus zu sein, okay? Der Uranus beleuchtet die Themen in deinem Leben der Innovation, des Hinterfragens von alten Strukturen, dass etwas neu gestartet werden soll, ja? Dass du dich mehr den Neuen zuwendest und widmest, dass du vielleicht aber auch unberechenbar bist, unvorhersehbare Ereignisse entsprechend handelst. Dafür steht dein Uranus. Er steht für Befreiung, sich vom Alten lösen, aber auch für Schock und Chaos, weil es bedarf eines Schocks und vielleicht auch eine Zeit lang Chaos zu ertragen, um etwas Neues einzuführen. Und das kann eben auch das Thema der Einführung sein, das Thema des neuen Einführens in deinem Leben, okay, dass bei dir einfach ein Riesenumbruch gerade bevorsteht oder dass dein Uranus dafür verantwortlich ist, dass du ganz bestimmte Themen, beziehungsweise dass du, es kommt halt eben darauf an, in welchem Tierkreiszeichen und in welchem Haus sich der Uranus befindet, was dir dann erklärt, welche Themen wie genau geändert werden müssen, wo hier eine Rebellion stattfinden soll, wo hier eine Innovation eingeführt werden soll und wo hier eventuell eine Zeit lang Chaos herrscht. Oder es kann auch dafür verantwortlich sein, dass der Uranus dafür verantwortlich ist, dass du zum Beispiel ein sehr unberechenbarer Mensch bist, weil Uranus eben auch für Unberechenbarkeit steht, dass man dich nicht so ganz einsortieren kann, dich nicht einordnen kann, dass du nicht so berechenbar bist, dass du einfach so Dinge raushaust, ohne diese vorher abgesehen haben zu können. Okay? Das hat auch mit Uranus-Themen zu tun. Ebenfalls wichtig ist, dass du verstehen musst, Uranus ist auch ein sehr starker Planet und fragt nicht um Erlaubnis. Uranus macht einfach, Uranus rebelliert einfach und schockiert mit der Art und Weise und überrumpelt dich einfach so, okay? Und möchte einfach so ungefragt einen Umbruch, okay? Und das kann
unangenehm oder angenehm sein. Aber Umbrüche sind meistens unangenehm, aber öfters erforderlich, um etwas Neues, Gutes zu etablieren. Kommen wir nun zum nächsten Planeten, der Planet des Neptuns. Der Neptun ist noch viel langsamer als der Planet des Uranus und benötigt sage und schreibe 165 Jahre, um einmal eine ganze Runde um deinen Tierkreiszeichen-Zodiac zu machen. Okay? Der Neptun ist der Herrscherplanet vom Tierkreiszeichen der Fische und regiert das 12. Haus. Der Neptun ist ein ganz spezieller Planet und meiner Meinung nach nicht so einfach zu beschreiben. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sich der Neptun sehr, sehr stark mit den Themen beschäftigt des All-Eins-Werdens, der feinstofflichen Welt, der Astralwelten, der Parallelwelten, der Sehnsüchte. Neptun ist die höhere Oktave von der Venus und wie wir gelernt haben, steht die Venus für die Liebe. Und da Neptun die höhere Oktave von Venus ist, handelt es sich hier um die allumfassende Liebe. Okay? Neptun hat auch mit Kunstwerken zu tun. Neptun kann etwa so vorstellen, kennst du diese unglaublichen Kunstwerke, die entweder musikalisch, tänzerisch oder bildlich manifestiert wurden? Okay? Kommt drauf an, wo deine Vorlieben sind. Ja? Ob du eher Bilder magst oder ob du Tänze magst, ob du Gesänge magst. Aber kennst du das, wenn du vielleicht mal ein Theaterstück gehört haben solltest oder ein Lied hörst? Ich bin der Meinung, Musik ist hier eine ganz gute Analogie. Ja? Kennst du das, dass du ein Lied hörst und dieses Lied dir einfach so eine unglaubliche Gänsehaut verpasst und du einfach denkst, ey, diese Melodie ist nicht von dieser Welt. Diese Melodie ist von irgendwo anders. Also diese Melodie hat so was total Mystisches, Magisches, auch Neptun. Hat mit der Mystik und mit der Magie zu tun, sehr, sehr stark. Und genau dafür ist der Neptun verantwortlich, dass jemand so ein Meisterwerk ins Leben ruft, okay? Und einfach dir dieses Gefühl vermittelt, was echt nicht einfach ist, ja? Das ist wahre Magie quasi, so ein Meisterwerk. Und das sind dann meistens Themen, die damit zu tun haben, dass du dich mit der Alleinheit verbindest, du diese anzapfst energetisch und du Eingebungen bekommst, okay? Neptun hat auch mit Hellsichtigkeit zu tun, mit dieser unglaublich krassen, intuitiven Hellsichtigkeit, dass du einfach Eingebungen bekommst und diese dann eben nach außen manifestierst und eigentlich gar nicht wirklich was dafür kannst, okay? Du einfach durch gewisse Trancezustände, durch Meditation, aber eben auch im gesunden Kontext, durch Drogen, durch gewisse Rauschzustände, du in Sphären getragen wirst, die dich einfach mit anderen Realitäten konfrontieren, wobei auch die Gefahr besteht, dass du durchdrehst, dass du wahnsinnig wirst oder erleuchtet wirst, okay? Neptun regiert auch das 12. Haus und das 12. Haus ist ebenfalls das Haus, was man nicht so richtig zuordnen kann, worüber man am wenigsten weiß, hat mit deinem Unterbewusstsein zu tun, hat mit der feinstofflichen Welt zu tun, mit der Alleinheit. Dort verschmilzt einfach alles. Gut, böse, schwarz, weiß, Nacht, Tag. Alles wird eins. Deswegen die Alleinheit, das Göttliche. Neptun hat weniger mit Religiosität als vielmehr mit Spiritualität zu tun, okay? Und widmet sich am meisten der Liebe. Bedeutet, da wo dein Neptun untergebracht ist, meiner Meinung nach, bist du sehr, sehr empathisch, grenzenlos, offen, mitfühlend und ziehst keine Grenzen, ja? Da gibt es gute Positionen, da gibt es schlechtere Positionen, ja? Aber wenn zum Beispiel dein Neptun sich im 8. Haus befindet, das ist das Haus der Unterwelt, kann es sein, dass du da etwas naiver herangehst bezüglich der Unterwelt, bezüglich des Bösen, bezüglich der Thematik des Bösen, dass du hier zu naiv bist und du gar nicht verstehst, mit welchen bösen Energien du hier rumhändelst, sondern dass das hier sehr, sehr, sehr gefährlich werden kann, weil du so naiv bist und so sehr der Liebe zugewandt bist, okay? Kommen wir nun zum letzten äußeren Planeten, nämlich der Pluto. Der Pluto ist von allen jetzt der langsamste Planet und benötigt 248 Jahre, um einmal um deinen gesamten Tierkreiszeichen-Zodiac zu umlaufen, okay? Der Pluto ist meiner Meinung nach in deinem Horoskop
ein ganz, ganz besonderer und wichtiger Planet. Er herrscht über das Tierkreiszeichen des Skorpions und regiert das achte Haus. Der Pluto ist meiner Meinung nach die höhere Oktave vom Mars. Und Mars steht für Aggressivität, für Leidenschaft, okay, für Dynamik. Und der Pluto potenziert jetzt alles. Der macht aus Leidenschaft, macht er einfach eine Obsession und wagt sich einfach in die Unterwelt, weil der Pluto für die Unterwelt steht, für deine Schattenthemen, für all das, was im Verborgenen liegt, okay? Und was du für dich lernen musst zu enthüllen, wo du Licht reinbringen musst, wo du Transformation erfährst, wo du für dich obsessiv vielleicht sein musst, um wirklich an diese Themen zu kommen, weil das sehr heftige Themen sind und du brauchst auch diese Energie und diese Kraft, um eben an diese Themen heranzukommen, um diese Themen zu durchbrechen. Pluto steht hier eben aber auch für Mut, für das Exzessive, für das obsessiv-exzessive Verhalten. Bedeutet, der Mars ist ja schon mutig, aber der Pluto, der traut sich noch mehr. Der geht richtig in die Unterwelt und die Unterwelt steht für alles Verborgene, Tabuisierte, nicht Ausgesprochene. Und genau da sollten wir Schattenarbeit machen und transformieren. Die Phönix-Analogie ist hier sehr gut für den Planeten Pluto, okay? Bedeutet, die Schlange häutet sich, um danach wie die Phönix aus der Asche zu steigen, heller, strahlender und schöner als je zuvor. Aber Schmerz ist hier ganz, ganz wichtig und ein wichtiger Prozess, um zu transformieren, okay? Pluto hat sehr viel mit Transformation zu tun. Pluto hat mit Regeneration zu tun, okay? Wie du regenerierst, wie du dich erholst. Pluto hat auch hier mit Heilung zu tun, wie du heilst und du vielleicht sogar auch andere heilst, okay? Wie mutig du in deine ganz tiefen, dunklen, nicht ausgesprochenen Themen vordringst, okay? Oder du im Generellen und grundsätzlich dich der Unterwelt widmest und du herausbekommen möchtest, was es denn da alles gibt. All das Unausgesprochene, alle Themen, über die sich die Gesellschaft oder ganze Generationen nichts trauen, darüber zu reden. Dass du aber mit, oder dass der Pluto aber den Mut besitzt, sich genau in diese Themen zu wagen, da sich hineinzubegeben, um für sich zu transformieren und sich einfach auch seinen Schattenthemen zu stellen, sich seinen Ängsten zu stellen. Pluto hat mit Stirb und Werde zu tun, mit dem Tod und mit der Geburt, mit der Wiedergeburt, okay? Wo du quasi deine Schattenthemen erfährst, löst, die Lösung integrierst und aufgrund dessen transformierst und einfach deine beste Version wirst, okay? Die Pluto-Energie ist eine unglaublich starke Energie. Pluto-Energie hat ebenfalls mit deinen Abgründen zu tun. Jeder von uns hat individuelle Abgründe, die niemand sieht, okay? Und da steht dein Pluto für. Dein Pluto steht aber auch eben für Macht und Ohnmacht, wo du ohnmächtig wirst und du aber auch vielleicht das Potenzial in dich trägst, dort sehr mächtig zu werden. Aber um erst sehr mächtig zu werden, musst du vielleicht erst einmal das Thema der Ohnmacht erfahren, um dann sehr mächtig zu werden. Okay, lass mich nochmal kurz erwähnen, in welchen Tierkreiszeichen sich diese Planeten jeweils immer am wohlsten fühlen und sich am besten ausdrücken können und in welchen Tierkreiszeichen sie sich nicht so wohl fühlen und sich dementsprechend eben auch nicht so gut ausdrücken können. Okay, der Jupiter fühlt sich am wohlsten im Tierkreiszeichen des Krebs und am unwohlsten im Tierkreiszeichen des Steinbocks. Der Saturn fühlt sich am besten im Tierkreiszeichen der Waage und am unwohlsten im Tierkreiszeichen des Widders. Der Uranus fühlt sich am besten im Tierkreiszeichen des Skorpions und am unwohlsten im Tierkreiszeichen des Stiers. Der Neptun fühlt sich am wohlsten im Tierkreiszeichen des Löwen und am wenigsten wohl im Tierkreiszeichen des Wassermanns. Und am
Schluss oder zum Schluss fühlt sich der Pluto am wohlsten und kann sich am besten ausdrücken im Tierkreiszeichen des Wassermanns und am wenigsten gut ausdrücken im Tierkreiszeichen des Löwen. Alright, das war es für heute. Mich würde sehr interessieren, was du bis jetzt mit den Planeten für Erfahrungen gesammelt hast. Bitte teile deine Erfahrungen, dann bist du Benutzer, lass mir gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe. Schön, dass du hier warst, dein Ryan. Bis zum nächsten Mal.